3, 2, 1. Ha! Der Stream wird ab jetzt live übertragen. Hallo! Hello and welcome. Und ich mache heute gleich einfach auf Deutsch, weil mein Kopf ist nicht an. Also was soll's. Ich bin hier verspätet wie immer. Mein Schreibtisch ist wieder irgendwie abgedeckt. Ich heb's nicht hoch, aber ich kann keine Teekannen einfach an meinem Platz bringen ohne... Hallo Teil 2, genau. Ohne alles zu fluten und hier liegt ja ein Haufen Kram rum, weil ich auch keine Ordnung halte und das ging gerade alles runter und ich habe halt so richtig schön umnachtet auch noch so zugeguckt, wie ich das irgendwie ausgegossen habe und dachte so, das sollte aber nicht so sein, hat mich aufgehört. Ja, hier ist noch mein ganzer Kram, der gerade... Aber ich glaube, es ist jetzt wieder alles trocken. Ich bin da. Hallo! Hi! Ihr seht schon ein bisschen, ich bin ein bisschen erkältet und man hört es, glaube ich, auch ein wenig, aber es ist alles okay. Es ist nur lästig, aber mir geht's gut. Und ja, ich niese mittlerweile auch schon nicht mehr. Das war vor 2 Tagen, da war das so schlimm, da haben sich die Katzen immer vor mir versteckt. Super gut, nicht? Und ja, wir sind heute, das ist schon der 29. Stream. Mir fällt gerade auf, ich muss hier den Text noch ändern. So, und dann steht das nämlich auch da. 29. Hahaha, das mache ich mal eben nebenbei. So. Und dann lasse ich mich Franka und Tintin. Ja, was machen wir? Lieblinger Kissing. Lieblinger Kissing. Minosi. Okay. So. Jetzt steht es auch drin. Oh, Kissing. Das ist soweit. Kissing. Ich habe gerade eben auch noch ganz schnell nach ein paar Referenzen gesucht. Tatsächlich, Shame on Me, Tintin kenne ich natürlich, Tim und Struppi, klar. Habe ich nicht gelesen, aber kennt man. So wie mit vielen älteren Sachen, ich kenne ganz viel einfach nicht. Dafür bin die Sailor Moon Generation und das davor existiert irgendwie nicht in meinem, in meinem Verständnis. Aber ich hab halt noch gegoogelt vorher schon, so natürlich, wo auch der Request kam und habe mir schnell noch ein paar Referenzen rausgesucht für dieses Outfit, so cool, und kurz nochmal überlesen, wer Franka eigentlich ist. Und ich finde das total cool und eigentlich ist jetzt mein nächster Plan auch, ich habe nämlich gelesen, das war erst bei Carlsen und dann hat es Epsilon gemacht und dann lief es da auch nicht mehr. Und jetzt ist es bei Phoenix Comics, die ja die ganzen vergriffenen Sachen dann weitermachen. Ich glaube, ich werde dann das nächste Mal dahin gehen und mir auch mal was, weil das sieht zu cool aus. Also so, das klingt wie total was ich meine. Und diese Zeichnung, also ich hab halt nur jetzt mal Panels gesehen, der Comic wird richtig groß. Phoenix, genau, die haben das jetzt. Ich werde mir das, also das steht jetzt definitiv auf meiner Liste, ich möchte dein Album haben, weil, also, ich weiß nicht, wie sehr ich das zeigen darf. So wegen Rechten oder so, aber ich habe es ja auch online irgendwo gefunden. Dieses Paneling, also allein wie voll das ist und die ganzen kleinen Details und ich liebe total, wie sie dargestellt ist und dafür, dass sie ja auch schon echt älter ist, so wirkt das immer noch recht modern und volle Kanne, ich bin sehr und hier, die 2 Cover habe ich mir jetzt ausgesucht als Referenz, weil es ist einfach zu cool in diesem schwarzen Mini und mit dieser Rockerjacke und die Boots und ich mag auch den Trenchcoat. Also ich habe mich noch nicht entschieden, welche von den beiden es dann wird. Bei ihm auch noch nicht, wahrscheinlich das blaue Standardding. Aber ja, very good. Vielen Dank für den Request, ich lerne hier neue Dinge. Das ist super cool, freue ich mich drauf. Das gleich auch zu zeichnen. Und während ich das mache, erzähle ich so ein bisschen immer, was gerade bei mir los ist. So wie ich das ja immer so mache. Und ich versuche. Nee, ich glaube, ich muss noch 5 Minuten machen, bis das hier wirklich durchgezogen ist. Ich fasse diese Kanne noch nicht an. Ja. Definitiv. Ich finde die Inks, also die Fülle von Henkowitz super schön. Ich finde die Inks auch ganz große Klasse. Ich mag auch tatsächlich das Coloring. Also ich bin sonst immer nicht ganz so ein Fan von diesen sehr weichen Inks, aber hier passt es gut. So, also das für mich
für meine Ästhetik empfinden schöne Farben. So nicht, ich weiß gerade, bei Elterncomics, die werden ein bisschen eingeschränkt, was durch den Druck angeht und so, da konnte man nicht so viel machen, aber dadurch sehen die halt aus, wie sie teilweise aussehen. Und der hat ja schon Verläufe und alles, aber meistens nicht ganz so. Nee, aber das ist super cool. Ich verstehe ehrlich, also keine Ahnung, weil ich habe mich jetzt ja auch nur so ein bisschen eingelesen. Die Story soll ja auch gut sein, und wenn du da auch so Fan bist, ich verstehe gar nicht, warum das so untergegangen ist. Aber ich kannte das halt bis dato eben auch überhaupt nicht. Also, keine Ahnung. Vielleicht irgendwie zur falschen Zeit oder lag nicht in den richtigen Läden oder wie es halt manchmal so ist. So. Gucken wir mal. So, ich habe natürlich auch schon ein bisschen überlegt, was ich machen will. Und ich dachte, ich mache so ein, was cool ist, so einen richtigen Kurs will ich nicht, aber so vielleicht so einen Wangenkurs, das wäre ganz sweet. Und hinten müsste so, huh, was passiert da? Ich glaube, das ist ganz süß, aber machen wir erstmal ein bisschen die Form finden. Das wird jetzt erstmal Karo-like, erstmal nur für die Pose und dann schauen wir mal, wo uns das insgesamt hinführt. Weil ist ja auch immer so, also ich will ja Stile nicht kopieren, aber so ein bisschen schon, dass man sie dann halt immer noch erkennt, wie man da hat. War halt schon mein Stil. Ah, gucken wir erstmal. Okay, was ist bei mir so gerade los? Ich habe ja, wer es mitgekriegt hat auf Twitter, und ich habe ja auch einen Patreon-Post darüber geschrieben, ich habe ja so ein bisschen die Nerven verloren letzten Monat, aus Gründen. Und habe mir einen Nebenjob gesucht, den ich jetzt zweimal die Woche mache für 5 Stunden. Habe ich letzte Woche auch mit angefangen und ich liebe es. So, ich bin jetzt, eigentlich soll ich nur Kasse machen, praktisch sind wir aber so unterbesetzt, dass ich eigentlich alles mache. Können auch mit roten Wangen gemeinsam einen Luftballon halten. Mit roten Wangen, du meinst sowas hier so. So, und dann beide so. Hallo, hallo. Ich stelle sie mir immer ein bisschen größer vor als ihn tatsächlich. So. Aber ich glaube, das möchte ich nicht, weil so, ich meine, ich kenne die Figuren halt nicht so. Aber den beiden, sie kommt mir sehr selbstbewusst vor, und ich glaube, und er halt nicht so. Und ich glaube, ich möchte eher so ein kleines so. Und dann. Und er so, was ist denn da passiert? So, kurz einfach so ein bisschen rübergelehnt, so. So, so, ne, Pose eher ohne, genau. So, das schneiden wir einfach wieder weg. Das mache ich ganz gerne. Das wird unsere initiale Skizze. Kleine, lockige. Das wird schon. Franka ist mir, ja, das denke ich mir. Ich glaub, deswegen stelle ich sie mir halt so vor wie. Einfach mal so random. Ich mache alles, mein Job, ich mache alles, genau. Also, das ist ein Idee-Kreativshop. Ich glaube, die Kette kennt man. Es ist für mich ganz fantastisch, ein Bastelladen, in dem ich auch selber immer einkaufe. Also, und ich kriege Mitarbeiterrabatt. Sehr gut. Ich habe auch schon festgestellt, die haben das Lana-Papier, was das benutze ich für meine Inkzeichnung. Das ist sonst immer krass vergriffen und kriegt man jetzt, die haben das jetzt im Sortiment. Und so, oh, ich kann es jetzt einfach von der Arbeit mitnehmen. Das ist ja super. Genau, und ich mache halt nicht nur Kasse, dafür bin ich zwar eigentlich gedacht und mache ich auch, aber halt Wasser den ganzen Tag ist und was ich echt total mag, da kommen halt ständig Kunden und fragen einen irgendwas und alle haben irgendwelche kreativen Projekte, weil sie irgendwas basteln wollen oder zeichnen oder nähen, stricken, whatever. Und das ist
für mich gerade so spannend auch zu sehen, was die Leute machen. Ja, und alle haben halt Fragen und das ist immer so ein, meistens halt, wo finde ich was und was, aber halt auch so, wie könnte man denn das und das machen? Und weil ich ja dieses lustige Namenstag da jetzt habe, also ich habe hier auch ein Schildchen, wo mein Name drauf steht und da ist eine Schürze und Dings, wird man halt natürlich gefragt um seine Expertise, die man nicht hat. Also ich hab sie durchaus im Zeichenbereich, da kann ich tatsächlich kompetent weiterhelfen. Also wenn mich einer nach Papieren fragt oder so, ja, ich habe eine Idee, welches am besten für Gouache geeignet ist oder welche Pinsel man nehmen könnte, so ja. Aber wenn es um sowas geht wie Wolle, Stricken, keine Ahnung. Keine Ahnung. Und wir haben auch eine sehr große Stoffabteilung tatsächlich, weil die vom KDW noch wohl übernommen worden ist. Ist wohl auch, jetzt mache ich ein bisschen Werbung, recht einzigartig in Deutschland, zumindest was die ED-Filialen angeht. Die anderen haben das sonst nicht. Das ist halt die einzige, die so eine riesige Stoffabteilung hat, weil die da so einen Zusammenschluss haben. Da gibt es halt extra Verkäuferinnen für, die das halt extra nur zuschneiden. Das sind halt diese ganzen krassen Marken, so Prada, Gucci und so. Ich will das auch auf keinen Fall jemals in meinem Leben anfassen. Das ist viel zu teuer, wenn ich mir das vorstelle. Ich habe da so einen 50 € den Meter Stoff in der Hand und ich mache da einmal Ritsch. Und dann ist es vorbei. Nee, auf keinen Fall. Also ich bin schon immer ganz aufgeregt, wenn jemand zu mir in die Kasse kommt und irgendwie Bänder oder so zugeschnitten haben will, weil das ist ja auch Meterware. Und da stehe ich dann um so meinem Stock und wickel dann einmal drum rum. So, ja, 1,50 könnte sein. So, zack, schneiden wir mal hier. Und ja, und halt Lager. Also es gibt einen Lageristen, der bringt irgendwie Sachen raus und muss das einsortiert werden, irgendwie schön dekoriert. Und ich lerne halt noch, weil der Laden auch sehr groß ist, noch sehr viel gerade immer, wo sind die Sachen überhaupt? Also ich bin in der letzten Schicht, in der letzten Stunde bin ich einfach, wir haben so ein Einkaufskörbchen an der Kasse immer stehen, wo erstmal die Sachen reinkommen, die irgendwie zurückgegeben werden oder so, damit die jetzt erstmal wo sind. Dann habe ich mir den einfach gegriffen und habe versucht, diese ganzen Artikel darin wieder einzusortieren. Das hatte was von Ostern. Also bei meisten hatte ich dann schon eine Ahnung, wo es sein könnte, und bei anderen halt überhaupt nicht. Mir hätten eine ganze Stunde lang abends rumgelaufen und habe das meiste wieder gefunden, nicht alles. Manchmal habe ich dann noch einfach aufgeräumt, irgendwie so ein bisschen Schmuckabteilung zum Beispiel. Da gibt es so kleine niedliche Steinchen und Zeug, die konnte man alle wieder stapeln neu. Und ja, und ich muss echt sagen, ich liebe das. So gerade ist das so das Richtige. Also so irgendwie, ich hatte ja vorher echt Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren und halt auch relativ viele Sorgen, so wie geht's jetzt weiter und hier und bla und kriegen wir das alles hin und Zeug und ja, und viel war halt dann auch da, wo ich hätte eigentlich machen müssen, habe ich ja nichts mehr gemacht, weil ich immer nicht konnte, weil ich halt so mich selber rausgestresst habe, ging gar nicht. Und in dem Moment, wo ich dann schon wusste, oh, ich fange da jetzt einfach an, die nächsten Monate sind jetzt erstmal klar, wie es ungefähr laufen wird, dann ging das schon besser in meinem Kopf. Und ich habe auch jetzt gemerkt, jetzt wo ich das gemacht habe, also diese 5 Stunden, das ist auch relativ nah von da, wo ich wohne, also ich muss so, keine Ahnung, Tür zu Tür. Vielleicht je nachdem, wie die Bahn kommt, so 40 Minuten etwa. Voll okay. Also Bahn selber fährt nur 20 Minuten, aber es ist halt immer erstmal zum Bahnhof laufen und dann ist sie ja nicht gleich da. Aber so halt. Und ja, und ich habe halt in den letzten Tagen jetzt schon gemerkt, dadurch, dass ich jetzt halt auch ein bisschen mehr wieder drum rumbauen muss, so wann ich wo was mache. Ich war viel produktiver. Auch mit meinen Sachen. Ich habe gestern an VA gezeichnet, vorgestern auch. Das sind also tatsächlich so mein Mindestmaß an Skizzenseiten, was ich immer haben will. Und das habe ich jetzt schon. Geil. Und das wird dann auch noch weitergehen nächste Woche. Und habe ich auch, ich hab mir jetzt mal so endlich mal so ein, hier eine Excel-Tabelle gemacht für einen Release-Plan für Buchmesse. Puh, ja, noch viel zu tun. Sieht auch schon wieder so straff, aber muss. Und ja, das ist erstmal so lang, dass ich mir das Gefühl habe, okay, das geht. Das geht auch. Und ja, dann habe ich tatsächlich heute noch die Korrektur für einen anderen Job gemacht. Und morgen schließe ich noch einen ab. Die lagen halt dann auch ganz lange noch rum und dann nehme ich auch erstmal keine mehr an. Weil ich habe ja dann eine Idee und ich habe Patreon. Und ich habe diesen Monat noch 2 Conventions. Ich bin noch auf der Polaris und
der MMC und dann nächsten Monat ist auch noch Stuttgart. Und dann reicht das, glaube ich, bis nächstes Jahr erstmal irgendwie. Komme ich mit schon hin. Also werde ich dann einfach mal dieses Buch zeichnen. Was ja echt gerade total wichtig ist. Aber so ein Drittel ist jetzt da. Finde ich gut. Und ich mag alles, was ich tue. So. Sie ist noch schlanker, ne? Eigentlich müsste sie auch noch länger sein, wenn ich mir das so angucke. Ziehen wir immer ein bisschen einfach die Beine länger. So. Jo, und den stellen wir ein bisschen nach unten. Dann muss sie sich hier noch ein bisschen runterbeugen. Dann wird das hier auch cuter. Ihn halt auf die Stirn, das ist auch süß. Keine Ahnung, wie groß Tintin wirklich ist, aber der wirkte halt nie so groß auf mich tatsächlich. Ja, nee, und das ist halt gerade so ein bisschen der Stand bei mir. So, das Wochenende fahren wir jetzt noch nach Stuttgart. Da heiraten Freunde von mir. Dann arbeite ich wieder ein bisschen. Also morgen habe ich auch wieder Schicht. Und dazwischen zeichne ich dann immer. Und ich finde das irgendwie ganz toll. Das klingt so dusselig. Aber man merkt es, glaube ich, schon. Also so Laune deutlich gestiegen gerade. Und ja, mir macht das auch so Spaß, mit Leuten zu reden. Ich will nicht mehr sagen, dass es dunkel ist. Es macht mir einfach wirklich Spaß. So. Da. Ich weiß nicht, ob mich das nerven würde, wenn ich es jetzt jeden Tag machen würde. So kann ich mir vorstellen, dass mir das zu viel wäre. Halt, vor allem hätte ich auch keine Zeit mehr, das zu machen, wie ich eigentlich machen will. Aber so halt als Ausgleich, das ist toll. Und ich mag Menschen beobachten. Der Olaf Scholz und der Detektiv. Oh je. Ja, dann guckt er auf alle Fälle erstaunt, wenn hier irgendwas passiert. Franka ist größer, ja, perfekt. So, dann kommt noch der Hund drüber. Den machen wir dann hier hin. Das ist ja so ein Spitz, glaube ich. Nee, kein Spitz. Wie heißen die? Ich weiß, welche Hunde das sind. Yorkshire Terrier. Sind die das? Nee. Gott, wie heißen die Weißen? Was denn? Auch nicht. Wie heißt diese Hunderasse? Entschuldigung. So, bisschen Tee. Bestimmt Wasser. Okay, der ist noch sehr heiß. Boah. Wenn ich jetzt weißer kleiner Hund bei Google eingebe, was kriege ich dann? Das sind die falschen. Okay. Hunderasse weiß, Kurzhaar. Das die hier noch nicht.
Steht nicht auf Wikipedia, was das für ein Hund ist. Wire Fox Terrier. Doch ein Terrier, richtig. Drahthaar Fox Terrier. Na gut. Die sehen schon auch recht lustig aus. Ja, genau, Struppi. Das ist ein Terrier, habe ich gerade gelernt. Ein Drahthaar Fox Terrier. Nur in weiß. So. So, das ist mal unsere Skizze. Versuchen wir erstmal ihn hinzukriegen. Er hat diesen eher rundes Gesicht. Hier. Kriegt jetzt zum ersten Mal in seinem Leben Augenbrauen, obwohl er hat immer Augenbrauen, aber halt nur Punkte für die Augen. Nicht bei mir. Bei mir gibt es mehr. Kommt da sonst nicht mit klar. Ja, falsche Richtung. So. Heute kam übrigens, ich guck mal, ob ich den morgen noch verschicken. Und am Freitag auch die nächsten Postkarten wieder rein. Ich zeige die immer so gerne, wenn sie schon da sind. Bin auch diesmal sehr zufrieden mit dem Druck. Der ist echt schön geworden. Also so. Das sind, also die Farben sind genauso, wie ich die haben wollte. Die sind echt auf den Punkt diesmal. Kriselt auch nicht so. Ja, Post. Ich denke, ich mache das morgen dann noch mit fertig oder übermorgen. Mal sehen. Und dann schmeiße ich das die Woche dann noch in den Briefkasten. Dann habt ihr das nächste Woche. Das ist so der Plan. Entschuldigung. Oh, war übrigens beim Friseur. Ich weiß nicht, ob man so sieht, aber sie sind kurz. Hat keinen Bock mehr. So, sollten eigentlich nur ein bisschen kürzer werden, dann wurden sie immer mehr kürzer die Dame, die mir das gemacht hat, war auch voll dabei. War so, ich kümmere es mal. Also ja, schneide alles runter. Und haben wir jetzt schon ausgemacht, das nächste Mal, wenn ich da hinkomme. danke. Da färben wir sie mit einem Orange. Ich habe irgendwie Bock drauf, so richtig knallorange. Wenn ich dann auf Convention noch mehr gefragt wird, ob ich Cosima bin. Das ist der Plan. So, Franke, komm hier. Oh, die hat so
so ein gutes Gesicht. Mach ich das dann? Muss das nicht so ein bisschen kürzer sein? Jetzt hier so lustige Haarknoten sehe ich. Okay, Anne und wer sonst noch im Chat ist. Outfit links oder rechts? Nehmen wir das Schwarze oder den Trenchcoat? Ja, das ist schon ziemlich cool. Aber der Trenchcoat ist auch nice. Der hat das gute Bändchen hier. Okay. Alles klar. Links. Mach mal. Dann soll es so sein. Erstmal will ich die guten Haare. Ja, wenn man so Fanart macht, immer total spannend und so auf anderen Zeichnern zu gucken, wie Sachen interpretiert werden. Also gerade jetzt hier so die Franka-Sachen, wie groß und überzogen das ist. Also allein dieser Kran hier, das ist so toll. Oh, ich bin ganz verliebt. Ich gucke halt immer mal rüber, weil ich ein bisschen gucken muss, was in den Sachen. So, immer mal natürlich. Hey, Finn, hallo! Warum konntest du bis jetzt noch nicht schreiben? Was gab es da für ein Problem? Hat dich YouTube nicht gelassen? Frech. Sehr frech. Schön, dass du hier bist. Das ist das erste Mal, oder? Thank you.
ganz neues Gesicht, wenn das der Arm hier offen hängt, das weiß ich. Freue ich mich auch jedes Mal. Oh no, er ist die Erdneuerschein. Unverschämt, YouTube. How dare you? Finn, wie geht es dir? Das ist ja cool, das freut mich. Wie viel hast du mitgekriegt von dem, was ich schon so erzählt habe? Nein, das dritte Mal so, aber schon länger her wieder und ich war meist nicht so lange da. Ja, das ist okay. So, ich freue mich. Es ist ja auch immer unter der Woche und ich verstehe das. Jeder hat immer irgendwas anderes zu tun und Wochenende wäre wahrscheinlich besser, aber das kann ich nicht leisten. Da habe ich meistens keine Zeit. Mir geht es ganz okay, soweit es möglich ist. Oh, sweat, sweat. Okay, im Rahmen der Möglichkeiten ist okay und ausreichend. Nach mehr fragen wir gerade nicht. Und ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es auch relativ anstrengend zu Hause ist. Aber okay, klingt gut. Ich habe noch nicht viel mitbekommen, muss mich ja darum kümmern, dass ich schreiben darf. Okay, dann erzähle ich, was wir hier machen. Gerade ich, das werden Franka und Tintin. Ich bin gerade extrem begeistert von Franka. Ich habe noch nie was von ihr gelesen, werde das aber dringend nachholen. Also es ist wohl ein Klassiker, der erscheint jetzt bei Phoenix Comics. Das ist ein Verein, der sich um eingestellte Serien kümmert, die sonst kein Verlag mehr machen will, damit man überhaupt noch irgendwie rankommt. Und ich verstehe schon, dass ich es nicht mitgekriegt habe, weil es ist ja auch wieder ein bisschen älter, genauso wie Tintin. Ist halt nicht ganz meine Generation. Aber das ist so hübsch. Das ist so hübsch. Und ich bin gerade einfach so voll. Ich bin so hingerissen von ihr. Es macht gerade auch so Spaß, sie zu zeichnen. Ich habe gerade erzählt, wie nice das auch immer ist. Stil ja nicht komplett, das ist immer noch mein Stil, aber halt trotzdem so mit Referenzen von anderen Artists und deren Figuren zu arbeiten, weil man einfach komplett nochmal was anderes lernt, wie Sachen gemacht werden und einfach nur und ja, sie ist natürlich irgendwie schon weit in meiner Komfortzone, aber dann auch wieder nicht. Und das ist gerade nur so, I like you. So. Der Fuß unten wird wieder ein typischer Karo-Fuß. Die mache ich neuerdings so. Ich habe so entschieden, dass ich das nicht mehr ändern werde, weil ich das ziemlich cool finde, wenn die so lustig rumklappen. Das ist nicht realistisch, das ist Comic. Ein Comic darf das. So. Tintin kenne ich, aber das andere sagt mir, glaube ich, nichts. Ja, mir auch nicht. Also, das scheint so, oder bisher. Ich zeige nochmal die Referenz. Da. Das scheint eine Geheimagentin oder Detektivdame irgendwas zu sein aus. Lass mich lügen, 60ern? 80ern? Also, ich glaube, 84 kam es bei uns oder so. Habe ich auch nur Film von Wikipedia. Also nicht, dass ich wirklich Ahnung hätte. Und aber einfach nur so, die Cover sind halt super toll. Und das ist nur so ein Panel-Auszug, den ich hier auf dem Blog gefunden habe. Das sieht so großartig aus. Also ich bin so von der Szenerie hin und weg. Und das ist einfach alles. Also ich möchte mir ganz dringend irgendwo ein Album dazu von zulegen. Einfach nur, um es mitzuhaben, weil ich finde, das begeistert mich gerade sehr. Und darüber habe ich jetzt gerade hier geredet. Nebenbei habe ich erzählt, dass ich einen neuen Job habe, dass ich jetzt im Einzelhandel arbeite, zeitweise. Zweimal die Woche als Nebenjob.
Minijob nur und dass ich es sehr liebe und ich das hätte viel eher machen sollen, einfach für Brain-Kapazität und alles. Und ja, nee, das ist. Da mache ich gerade Kasse und berate Kunden, manchmal tatsächlich mit Expertise, manchmal sage ich nur einfach sehr überzeugt, keine Ahnung. Beziehungsweise versuche dann mit ihnen vom Regal zu stehen und Dinge rauszufinden. Vieles kann man auch einfach beantworten, indem man die Sachen umdreht, habe ich festgestellt. Einfach mal liest, was auf der Verpackung steht. Oh Gott, jetzt lästere ich schon. Gut, dass das hier alles in meiner Paywall ist. Aber ist halt so. Vieles lässt sich wirklich so lösen. Und es ist ein Kunstbedarf und ich bekomme Mitarbeiterrabatt. Das wird nicht gut enden für mich. Vor allem nicht über Weihnachten. Kunstbedarf, Bastelzeug und Zeichenmaterial, Stoff, Wolle ist eine Idee. Ein sehr großer. Mit einer tatsächlich auch von den Filialen ein bisschen einzigartigen Stoffabteilung, weil sie da eine Kooperation haben, die die anderen nicht haben. Deswegen sind wir da ein bisschen fanziger. Ja, Idee. I love it. Es machte halt so Sinn. Gibt ja auch noch Bösner und so, aber ach ja, die Idee sind halt geil. Ja, und ich hab jetzt so eine Suite, ich hab mein eigenes Namensschild, und ich kriege meine eigene Schürze und ich habe meinen eigenen Sicherheitscutter, der immer wieder reinfährt. Und bei der Sicherheitsbelehrung wurde mir gezeigt, wie man eine Leiter aufklappt. Und ich verstehe absolut, warum das gemacht werden muss, weil für den Fall, dass ich mich darunter stürze, wenn ich im Lager irgendwas tue, dass die Versicherung halt dann sagen kann, aber haben Sie die Leiter auch wirklich richtig aufgeklappt, Frau Reich? Ich so, ja, habe ich. Aber es war schon ein bisschen niedlich. Ja, die muss dann immer ganz frei sein. Ja. Das denke ich. Und ja, aber dieser Nebenjob ist der beste der Welt, weil irgendwie, das bringt mir gerade ganz viel mentalen Frieden und ein bisschen Sicherheit, weil zuletzt war es alles ein bisschen blöd und ja, und seit ich das mache, jetzt möchte man eigentlich denken, hey, jetzt hast du ja weniger Zeit, deinen Kram zu tun und so. Irgendwie klappt das auch immer wieder viel besser. Ich muss zwar jetzt zum Rumbauen, aber weil dieser Brain Fog weg ist, kriege ich mich wieder viel besser organisiert, was sehr schön ist. Und ich hatte jetzt die letzten 2 Wochen waren super produktiv, was ich ewig nicht mehr so hatte. Und ja, das war toll und ich hoffe, das bleibt mir erhalten. Definitiv. Uns, eigentlich nicht nur mir, uns. Dann passiert endlich mal wieder was. Bisschen mehr. Ich habe auch tatsächlich mein Soll, mein Mindestsoll, was ich mir selber gesetzt habe für VA, was ich im Monat machen will, das ist jetzt schon erfüllt. Das heißt, ich schaffe mehr. Das ist super gut. Endlich mal. Das wäre ja auch gut, wenn da mal ein neues Buch erscheint, obwohl ich da heute auch, oh Gott, jetzt Bein rein, die Knie, Ellenbogen ran, winke richtig, ja, genau so. Wir haben im Lager auch tatsächlich, nennen sie Elefantenhüse, das sind so Hocker, die mit so einem Gummiverschluss halt unten sind, die sind wohl sehr stabil, wenn man da so, auch da hieß es, immer gucken, dass alles unten abschließt, damit der nicht kippelt. Natürlich. Das war ganz sweet. So, inklusive zur Gefahreneinweisung, und auch da sind die Fluchtwege. Und mir wurde auch gezeigt, wo theoretisch alle Feuerlöscher sind. Die sind auch alle vorhanden, genau da in Ausländern. Also, aber es hieß dann auch, aber ganz ehrlich, hier ist alles versichert. Ne? Ich möchte eigentlich nicht, dass irgendjemand was löscht. So, wir retten uns. Das fand ich sehr sympathisch. Genau, aber ich wollte VA. Ich habe heute, weil ich gerade mit mir selber debattiere, ob ich nicht doch noch 4 Seiten mehr reinmachen will, weil mir die eine Szene noch nicht gefällt. Nicht so richtig, also geht schon. Und ich habe das heute schon mal testlesen lassen und da hieß es dann so, ja,
okay, wo willst du jetzt was ändern? Und dann weißt du, okay, wenn es nicht aufgefallen ist, scheint es okay zu sein. Aber ist halt nur okay und ich denke, das geht besser. Dann bräuchte ich halt noch eine Doppelseite mehr und nur zwei Seiten mehr geht nicht. Man hat dann immer gleich einen neuen Papierbogen, also vier Seiten. Was mich dann druckpreismäßig gleich in eine höhere Kategorie katapultiert. Und da war ich dann einfach nur mal, deswegen wollte ich das eigentlich nicht. Und dann hatte ich aber heute einfach nochmal geguckt, so was es so prinzipiell kosten würde, um mir selber zu bestellen, vielleicht geht es ja doch. Ne? Wären halt 20 Cent mehr pro Buch im Einkauf, was nicht so cool ist schon, das ist eine Menge. Aber tatsächlich sind die Druckpreise gerade so katastrophal, weil es ja kein Papier gibt und nichts, dass es auf die 20 Cent irgendwie auch nicht mehr ankommt. Ja, ich denke mir bei sowas auch immer, ja, danke, ich kann denken und dann sehe ich die Umverständnisse und denke so, oh, ja, ich glaube halt, man macht es dann irgendwie dann doch nicht und ich denke, das hat auch vor allem echt versicherungstechnische Gründe, damit man es eben doch einfach mal gehört hat. So, damit dann die Haftpflicht sagen kann, na, haben sie das Ding denn noch wirklich richtig aufgestellt? Oder halt eben nicht, dass ich umgekehrt dann irgendwie sagen könnte, ja, aber sie haben mich auch nicht richtig belehrt. Wusste ich ja gar nicht, was man so. Die Seite ist hässlich, die wollen wir nicht weg damit. Ist eher ganz plimmernd hier oben so. Oh, ich hab ich gerade. Oh, passiert das wirklich? Ja. Aber Franke, hier, wo uns alle sehen können. Und Franke, so, I don't care, du hast mich. Ja, nee, aber vorher halt eben so. Meine Excel-Tabelle sagt so, wie es jetzt geläuft. Ich hätte es gerne zur Buchmesse fertig nächstes Jahr. Könnte ich auch hinkriegen. Endlich mal. Wird auch das Buch endlich mal wieder da geht. Und dann halt der letzte noch, damit das dann auch abgeschlossen ist. Ich weiß aber gerade echt nicht, ob ich das so drucken will. Das klingt so dämlich, weil wenn ein Buch fertig ist, dann bringt man es ja auch raus, eigentlich, aber vielleicht wird es dann doch erstmal mit dem Buch oder so, weil einfach. Ich sehe das halt gerade nicht ganz so, dass man das noch bezahlen kann. Da. Weiß ich nicht. Vielleicht beruhigt sich im Frühjahr ein bisschen. Das ist so meine Hoffnung, dass ich so lange trödle, bis wieder Papier da ist. Aber mal sehen. Ja. Keine Ahnung. Ich bin auf der Max, tatsächlich. Ich bin auf der Max und ich bin auch auf der Polaris in Hamburg. Also zwei Conventions diesen Monat noch. Die sind beide fest im Zeitplan. Habe ich direkt dann auch gesagt. Bei meinem Job, da kann ich nicht. Den Samstag und den Freitag kann ich nicht. Da bin ich auch noch Convention. Das ist der Deal. Und dann hieß es auch, ja, kein Problem, haben wir ja besprochen. Dann habe ich letzte Woche meinen Schichtplan gehabt und war gleich so, wieso bin ich jetzt Samstag eingeteilt? Dann wurde das geändert. Jetzt ist es okay. Pulunder, Junge. So. Wie alt war Tim eigentlich? War das wirklich ein Teenager? Der war auch schon irgendwie erwachsen, ne? Gedruckt wäre schon schöner, sonst könnte ich ja gleich die Patreon-Post lesen. Ja. Okay, da frage ich dich mal direkt. Also der nächste Band wird Status jetzt 112 Seiten haben. Das heißt, er ist wieder dicker als die anderen. Ich glaube, der letzte war bei 100. 104 habe ich, glaube ich, losgemacht. Keine Ahnung, aber ich kann mich nicht mehr kurz fassen. Und wir sind auf dem Finale. Ich will mich auch nicht mehr kurz fassen. Der Abschlussband wird noch schlimmer.
Und jetzt gerade bin ich halt mit mir am Debattieren, ob es nicht vielleicht sogar 116 Seiten sind. Because diese Doppelseite wäre echt gut. Und momentan ist es aber so, einfach weil der Einkauf wahnsinnig teuer geworden ist, weil es kein Papier gibt bei den ganzen Druckereien und Zeug, dass ich den theoretisch für 112 Seiten, also halt nicht wirklich viel mehr als Jan, für 23 bis sogar 25 Euro abgeben müsste. Da bin ich mir noch nicht so, aber in der Preisspanne. Und das finde ich heftig. Also ich weiß nicht, ob das für den Leser noch okay ist, aber ich denke die ganze Zeit so, ich weiß nicht, ob ich das noch zahlen würde. Auf der anderen Seite haben wir auch 2 Jahre auf das Ding gewartet. Also es ist vielleicht okay, aber ich finde es echt heftig. Die ganze Zeit so, boah. So, keine Ahnung. Aber ja, oh nice, Polaris plant ja auch. Ja, da bin ich auch. Bin ich auch sehr gespannt, wie die wird. Weil die hat ja diesen Stream-Fokus. Also da bin ich wirklich einfach generell gespannt auf die Convention, wie die so laufen wird. Im Sinne von, wer stellt da aus, wie ist das Programm, wie ist das Publikum. Gerade auch, weil es das erste Mal ist. Schon mal. Ich weiß. Falsche Referenz geguckt. Na gut. Ja, ich sag mal, wenn ich neu an deinem Stand stünde, würde ich wohl eher Nein sagen. So, ja, genau, das ist halt das Ding. So. Wenn man es schon kennt, ist es vielleicht okay. Ja, ich bin da echt zwiegespalten. Wenn es halt der Abschlussband wäre, würde ich erst gerade sagen, also der wird, sage ich auch jetzt schon, weil der wird nochmal fetter. Und zwar wirklich fetter. Also ich glaube, das sind 160 Seiten. Ich einfach nicht mehr weiß, wo ich da noch. Also. Weiß nicht, was ich da noch wegnehmen soll und ich will es auch nicht mehr wegnehmen. Was ist der Abschlussband? So, dass der im 20er-Bereich war, das war mir von Anfang an klar und finde ich auch persönlich okay, wenn es der letzte ist, weil dann weiß man einfach, okay, das sind die anderen und danach kommt nichts mehr. Ist durch. Aber was der vorletzte ist, oh Gott. Das macht mich alles nicht so glücklich. Ah, aber ist ja auch nicht der erste. Und ja. Ich frage mich halt, fängt man mit einer Serie noch an, wenn man weiß, das wird hinten so teuer? Aber ah, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich hätte halt gerne. Und wie gesagt, vielleicht jammere ich gerade umsonst. Und ich meine, das ist ja erst. Ich muss erst im März drucken. Vielleicht hat sich's. Oder im Februar irgendwo da. Vielleicht hat sich's bis dahin beruhigt. Ich glaube es tatsächlich nicht. Aber. Vielleicht ja doch. Ich würde halt eigentlich gerne alle bis zum Abschlussband unter 20 Euro halten. So rein von, wie das halt aussieht. Aber ich sehe es irgendwie nicht. Ich will ja doch nicht drucken. Sorry, dass wir so über Geld reden. Das ist gerade einfach so die ganze Zeit mein, ach, wie mache ich das? Ich möchte halt jetzt auch nicht plötzlich irgend so ein olles Papier nehmen oder sowas. Das ist ja auch keine Option. Sondern das soll schon genauso ordentlich sein wie die anderen. Das sieht doof aus mit dieser Hand. Das habe ich mir cooler vorgestellt. Einfach ein Toastbrot reinrüsten, ja.
Und damit ist alles. Toastbrot geht immer. Still und die Hand jetzt zu verstehen. So. Okay, ich sehe, wenn ich das hier sehe, hat er auch sehr lange Arm gekriegt von mir dafür, dass er so kurz ist. Wahrscheinlich günstiger, aber noch dicker als der gesammelte Brockhaus oder so. Ja, gut, aber Toastbrot. Lebensmittel sind ja auch teurer geworden. Und verfallen dann. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass der nächste Comic nach VA in jedem Fall schwarz-weiß wird. Aus Gründen. Das gebe ich nicht noch mir, nicht nochmal. Das gebe ich niemandem. Noch. Ich habe Comics so sehr, wie ich Farbe mag, aber nee. Denke nicht. Aber davon rede ich ja schon seit 500.000 Jahren. Aber ich mache ja gerade parallel an zwei Comics. So. Ich zeichne an VAA und schreibe an dem D&D-Comic, mit dem ich da angefangen habe. So, aber es ist jetzt Schuss. Und der hat halt überhaupt keinen Pillow. Den mache ich halt immer abends mit mir auf der Couch, wenn er noch so ein bisschen ist. Und das ist ganz niedlich, weil die Szenen da alle so rausfluppen. Und er ist halt so überschaubar kurz. Und der wird auf alle Fälle schwarz-weiß. Der wird einfach nur gemacht. Ist gut. So. Hier. Ach, guck mal, die sind doch schon süß. So. Ja, Mensch, Tintin, was passiert da? So. Hund dazu und dann haben wir noch ein bisschen Farbe.
Nee, und es wird also, das sage ich auch immer, es wird auf alle Fälle in irgendeiner Form einen Print geben von den nächsten zwei Bänden, weil wie blöd sieht das denn aus? Hast du 5 Stück? Nee, das gibt es nur noch online, das will ich auch nicht. Das ist nur eine Frage der Realisierbarkeit irgendwie. Irgendwie wird es gehen. Prinzipiell erstmal so eine Base-Farbe. Die kann man jetzt mal rausnehmen. Dann wird das richtig. Wir suchen jetzt noch was. Das ist kein Corona, das hatte ich schon. Okay, irgendwie ist eine Lücke. Das kann ich, oder? Oh, gemein. Mein Freund ist gerade nach Hause gekommen und der kocht. Das riecht super lecker. Das ist ja sowas von fies. Gemein. Ich wette, er wird mir nichts abgeben. Geschichten, einfach die bewussten. Das ist mal nervig. Sieht man noch nicht. Alles hier noch ein bisschen bewusst. Und weil ich nicht alle Ebenen aufnehme. Ha! Das erklärt einiges. Da kann ich umprobieren, wie ich will. Dann passiert hier nichts. Mm-mm.
Mathe? Ich habe heute übrigens, das werdet ihr dann vielleicht auch so empfinden, aber ich habe mich da sehr drüber gefreut, heute eine Testleserin rübergehen lassen über die Seiten, die bis jetzt da sind, dass da schon mal der Flow gepasst wird und so. Und sie hatte da auch glücklicherweise nichts zu beanstanden, glücklich für mich, also kann ich es einfach bei dem machen. Aber ich habe da ein ganz tolles für mich Lob bekommen, weil sie meinte dann so, ja, das und das, das habe ich so noch nie in einem Comic gesehen. Und dachte so, boah, wie cool ist das denn? Und daran habe ich selber nicht gedacht. Aber das gibt es sicher schon mal irgendwo. Aber offenbar habe ich was Originelles gemacht. Das hat mich sehr gefreut. Weil es auch eine Person ist, die viel liest. Und das war irgendwie schon ein bisschen gut. Ihr könnt natürlich dann gerne in einem halben Jahr sagen, nee, Caro, das gibt's dort. Oh ja, stimmt, ich könnte mal speichern, das hilft. Das gibt's dort und dort und dort auch. Bisschen nicht originell. Vergiss es. Finde ich das cool? Ich weiß noch nicht. Ach, sie hat die Handschuhe an. Ich brauche ja gar keine Filme. Ah, Karo. Ein Fail.
Ich weiß nicht, ob ich das mag. Und das mag ich auch nicht. Oh Mann. Eigentlich muss es dann schon komplett so sein. Das will. Genau, dann sind die anderen Linie oben drüber halt einfach weiß. So geht's. Ein bisschen Karo-Style reinbringen. Sieht halt auch doof aus, wenn ich so so. Ich merke gerade, ich bin total unglücklich damit, wie ich jetzt diesen Rock hier abschütteln muss. Passt für mich beides nicht so. Thank you.
Vielfältigkeit leben. Du musst es einfach. Okay, so, jetzt machen wir ein bisschen Farbe. Nicht viel. Nö. Aber ein bisschen. So. Machen wir das mal sehen. Ich glaube, das ist einfach. Herzlich willkommen, weil ich bin sehr gespannt aufs Finalergebnis. Ja, ich werde es dann posten, du kennst das ja schon. Schönen Abend noch, schön, dass du hier warst. Bye! So. Das Ding ist verloren. So. Mein Chatfenster verloren. Das will ich nicht. No. Da. Da geht's weiter. Okay. So. Tintin noch ein bisschen platter als sie. Das ist einfach. Ich will kein Tintin von mir leiden, aber so gefühlt so ein kleiner Junge. So. Ich denke, mit der Einschätzung bin ich nicht ganz verkehrt. So. Okay. Er hat einen blauen Pulli. Na da. Das alles ein bisschen zusammenpasst. Na. So. Das ist ein alter Herrenpulli. Obwohl, ist das nicht auch ein Seemann oder ist das nur der andere? Ich weiß, da gibt es einen Captain. Jetzt geht's los. So, wer hat Ahnung von Tinte? Aber der ist immer mit diesem Captain da unterwegs. Ich weiß nicht, ob der Lokomotiv. Ich meine, der fährt zur See. Von denen habe ich schon so viel Fanart gesehen. Deswegen kein Wunder, dass sich hier Tintin erschreckt über Frank, aber eigentlich ist er mit diesem Captain zusammen. Das Fandom lügt nicht. Das ist das, was mir das Fandom gesagt hat, ohne dass ich jemals was gelesen hätte. Muss so sein.
Genau, das will ich aber nicht. Noch nicht. Und der Boy ist blond. Tintin ist für 15 bis dann schon eher deutlich im jungen Spektrum. Okay. Dann weiß ich. Ich war mir nie so ganz sicher, wie alt er tatsächlich ist. Ich glaube, das wird doch nicht ganz geklärt. Ich mit meinem ganzen Halbwissen. Laschi. Hier auf dem Franka, was tust du? Das ist aber nicht okay. Gar keine Detektivarbeit. Nee, wird's nicht. Das Alter geht nur aus Kommentaren der Schöpfer hervor. Ja, am 15 bis 19, die sind sich dann auch nicht sicher. Jetzt komm ich. Das haben die auch gemacht, weil sie genau wussten, eigentlich ist der 15. Und dann so, aber wird dann auch von älteren Personen gelesen. Und die fangen dann an, das kenne ich. Kenne ich von VA. Die fangen dann an, Figuren zu shippen. Untereinander. Ungeachtet davon, wie alt irgendjemand ist. Dann ist es, glaube ich, besser, wenn welche Person einfach nicht 15 ist, sondern schon 19. Ah. Ich spreche aus Erfahrung. Ach, Franka ist echt cool. Ich will unbedingt so einen Comic haben. Die macht mich ein bisschen glücklich gerade. That's my kind of girl. Wie wenig überraschend.
So. Und eine rothaarige. Damit kenne ich mich aus. Das ist nicht ganz das richtige Rot. So ein bisschen ins Gelb dahin. So. Nicht ganz richtig, oder? So, dann knallt es nicht genug. Ah, schwierig. Vielleicht so. So gefällt es mir. Oh, ich muss mal ganz kurz. Mein Discord explodiert gerade. Neuer Schichtband. Oh, perfekt. Das läuft doch. Ich habe gerade meinen neuen Schichtplan gekriegt. Was ich irgendwie ganz cool finde, bin ein bisschen mehr Plan, wo was. Und irgendwie bürgert sich gerade ein, dass ich mich immer montags da haben will. Montag gefällt mir. Das ist eigentlich egal, aber Montag wird es jetzt nicht schlecht. Ein bisschen süß sein. So. So. Wir müssen immer alles ein bisschen blushy machen, weil ich bin unglücklich, wenn ich nicht ein bisschen blushy auf einmal habe. So, Lippen und Nose ist einfach sehr wichtig. Very important. Wenn ich sie so angucke, brauchst du auch ein bisschen Blush hier auf den Knien. Frag mich warum. Das muss ich. Blush hier auf den Knien. Oh, ich habe den Hund ganz vergessen. Das geht doch nicht. Struppi. Struppi muss natürlich offen. Ein bisschen cute auf der Schnauze haben. Ein bisschen dunkel weiter hinten. Dann haben wir Struppi schon. So. Dann kommt wahrscheinlich Speckblase. So, dann machen wir jetzt einfach noch, weil das ist das, was ich ja tue. Schatten hier drauf, ne? Ich blitze hier hin.
Ein großer Schild am Ende nochmal ist in der Belichtung so zu spielen. Natürlich so ein Geschmacksding, aber ich mag das immer, wenn man nochmal so ein paar gefühlt unechte Farben bei rauskommen. Ich würde sagen, das ist es. Ich glaube, das sind Franka und Tintin. Ihr kennt mal, glaube ich, beide. Ich liebe sie sehr. Und ich könnte jetzt natürlich noch ein bisschen, ich könnte noch eine Textur draufhauen. Soll ich mal gucken, wie das aussieht? Aber fühlt sich halt ein bisschen fertig an, gebe ich zu.
schmeißen wir noch eine Textur drauf und gucken einfach, wie das wirkt. Um es mal gesehen zu haben. Oh. Ich weiß noch nicht, wo meine Texturen sind, deswegen starre ich jetzt gerade so in den Rechner. Instagram ist das nicht, ne? Programmressourcen. Ja, nee, ist gut, dass heute Schluss ist. Ich merke, ich bin nicht ganz da. Ich muss noch arbeiten. Ups, ein bisschen viel. Keine Ahnung, ob ich das jetzt mehr mag oder nicht. Ach, muss man eigentlich auch nicht. Könnte man. Muss auch nicht. Ich gebe es halt so ein bisschen. Das ist immer ganz lustig. Das spritzt dann immer alles so weg. Ach nee. Ist da. Ich denke, wir lassen das so. Das sind. Franka und Tinte. Ich mach noch, was ich gerade gesehen habe. Kleines bisschen Detail noch. Hier so. Das geht. Ja, so. Aber ich denke wirklich, das ist gut. Das ist Tim und Schrubi und Frage. Und ich finde, das passt auch. Zu den Charakteren. So wie ich sie verstanden habe. Okay. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Der nächste Stream. Ich poste es dann natürlich auch wie üblich alles auf Patreon. Ihr kennt das ja schon. Ich mag das Ding echt gerne. Das hat total Spaß gemacht. Ich mag auch das Ergebnis. Und ich finde sie ziemlich gut. Also man sieht total, sie ist in meiner Komfortzone gewesen. Kein Wunder, so wie das aussieht. Mega hübsch, dankeschön. Ja, ich mag es auch voll. Ja, Franka ist eine gute. Ich brauche so einen Comic. Der nächste Stream, ich gucke mal kurz in meinen Kalender, müsste der 9. November sein. Wieder Mittwoch, 19 Uhr. Es sei denn... Ich muss arbeiten, dann gebe ich vorab nochmal Bescheid und schiebe das auf einen anderen Tag. Der November ist bei mir aber auch nicht ganz so voll. Das heißt, da bin ich ein bisschen flexibler, was andere Zeiten angeht. Schauen wir mal. Ansonsten, da ist die Kamera, glaube ich. Ich sollte mal in die Kamera schauen. Das hilft. Hi, Kamera. Wie gesagt, nächste Woche Max bin ich alle 3 Tage da. Und die Woche drauf Polaris bin ich auch alle 3 Tage da. Und dann... ist noch Ende November Comic-Con Stuttgart. Da bin ich ja auch alle 3 Tage. Muss noch rausfinden, wie ich da jetzt hinkomme. Ich habe heute mal geguckt, was es kostet, mir ein Auto zu mieten. Gehen eigentlich? Ich bin der einzige Fahrer.
Und ich weiß nicht, ob ich mir die 6,5 Stunden geben will. Keine Ahnung. Kein Beifahrrad. Okay, dann bis zur Polaris. Ich freue mich. Ich habe keine Ahnung, was meine Startnummer ist. Ich schreibe aber die Tage nochmal meinen Newsletter, da kommt das dann auch alles nochmal rein. Ich habe einen Plan. Ich bin da. Es gibt wieder eine Art, ich bin da. Man findet mich. Ich freue mich auf die Polaris, Finn. Ich freue mich auf dich. Komm vorbei. Bring Nahrung mit. Alles ist. Okay. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend und wir sehen uns online vielleicht am 9. habe ich gerade gesagt. Alles klar. Gut. Wir gehen eh überall von ja. Wir finden uns. Das kenne ich doch. Alles klar. Judy, dann. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin verwirrt. Ich habe mein Programm geupdatet und jetzt weiß ich nicht, wo ich rauskomme. Hier, die haben nämlich geändert. Bye!